Hallo und herzlich willkommen zu Ultima 6. Wir sind immer noch in dieser Höhle unterhalb von Bakanyasten. Und naja, genau da wollen wir hin und es ist nämlich auch höchste Zeit, weil unser ganzes Inventar, wie man sieht, ziemlich voll ist. Ich glaube, ich weiß auch, wo man hinkommt. Hier sieht man ja schon ein kleiner Steg. Ich schätze, da müssen wir hingehen. Und gut. Keiner kann mehr. Ich will mal ganz kurz so schauen, ob wir da vielleicht noch was mitnehmen können, aber ich glaube es fast nicht. Und? Hat noch jemand Platz? Nein. Keiner hat noch Platz. Okay. Das ist eigentlich jetzt. Ah, die wollen wir eigentlich noch mitnehmen. Da finden wir doch bestimmt noch ein Plätzle. Ja, das sieht doch gut aus. So, und hier brauchen wir noch mal Licht. Das ist nämlich relativ dunkel. So, und dann müssen wir. Ja, wo müssen wir denn hin? Müssen wir da rüber irgendwo? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ist das. Ich hätte jetzt gedacht. Oder waren wir da schon? Nee, oder? Oder doch? Nee, ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig, wie es aussieht. Moment, da schauen wir noch kurz rein. Brot. Brot ist immer gut. Das haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Platz dafür. Und die Triche können wir auch mitnehmen. Und hier, was ist damit? Fackel? Nö. Ein Trash, das nehmen wir definitiv nicht mit. So. Dann lasst uns mal nach oben gehen. Also ich finde, das sieht hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt fängt es wieder an, ein bisschen zu ruckeln. Ja, genau. Hier waren wir schon mal. Deswegen war die Karte da auch aufgedeckt, weil wir hier an diesem Eingang schon gewesen sind. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, nett. So, wollt ihr nicht auch mit rauskommen? Dankeschön. So, und es ist Nacht. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen schlafen gehen. Ich schau mal, ob man da hinten schlafen kann. Mal hier noch ein bisschen außen hin. Klappt das so? Es klappt! Klasse! Shamino soll Wache halten, der ist voll von seiner HP. Und die anderen wollen tatsächlich im Wasser schlafen. Naja, gut, wenn sie wollen. Ich hindere sie jetzt mal nicht daran. Dann können wir das Zeug verkaufen. Ich glaube, wir gehen zuerst zum Schmied und verkaufen dort. Dann ist nämlich Platz im Inventar. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange geschlafen fast, oder? Naja, ist ja auch egal. Zum... Oh. Ja, speichern. Und ich glaube, zum Verkaufen und den Inventar sortieren, das mache ich außerhalb der Aufnahme, weil das wird dann doch ein bisschen kompliziert, um nochmal zu schauen, ob alle richtig ausgerüstet sind und so weiter und so fort und das ganze Zeug zu verkaufen und was wir noch brauchen. Ich glaube, das mache ich außerhalb der Folge, sonst wäre das ein bisschen zu lang. Da will ich mir ein bisschen Zeit lassen. Gut, dann sage ich mal, bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Wir haben einiges verkauft. Das sieht jetzt um einiges ordentlicher aus, mehr oder weniger. Und wir haben schon 8.478 Gold dadurch bekommen. Das ist nicht schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst dann mal die letzte Rüstung kaufen. Dann sollten wir wirklich gut ausgerüstet sein. Nun gut, aber jetzt, wo wir weitermachen, gehen wir erstmal zu Yuna nochmal. Die müsste ja, glaube ich, am Hafen stehen und der war im Süden, glaube ich. Oder war das hier? Ist er das da?
Ne, das ist nur Pirat. Jona, da ist er doch. Mit der wollen wir jetzt mal reden. Weil da haben wir ja auch noch eine Aufgabe zu erledigen. Oh Gott, dann machen wir das mal. So, Nachricht von Otomo. Ja, das werden wir wohl machen. So, das heißt wohl, wir müssen... Ja, es ist noch nicht fertig. Wir müssen zurück. Jona versprach, ein Schiff zu reparieren. Sie bat darum, Otomo auszurichten. Sie komme nach Chu, sobald das Schiff repariert ist. Ja, das wollen wir doch auch mal ausrichten. So, aber... Jetzt geht es als allererstes... zum Schrein des Mitgefühls. Wir wollen uns nämlich noch diesen einen Zauber kaufen, der uns noch gefehlt hat. Hätten wir den Zauber gehabt, wären wir jetzt schon ein ganzes Stück weitergekommen. So müssen wir den ganzen Weg nochmal neu gehen. Na gut, dann ist es halt so. Da schauen wir doch auch gleich nochmal nach was anderem. Und zwar, wie sieht's denn bei Iolo aus? Du kannst ein nächstes Level erreichen. Das ist gut. Dexterity 20, 30, 17. Dexterity 30, okay. Dann schauen wir mal. Normalerweise war das hier, wo Dexterity erhöht. So, Iolo hat Stufe. Hä? Geht es nur bis 30? Geht das gar nicht höher? Wenn das so wäre, wenn das das Maximallevel ist, dann wäre das jetzt gerade total verschwendet gewesen. Dann hätte man lieber auf Stärke oder Intelligenz gegangen. Da laden wir nochmal. Ich hoffe, ich habe gerade gespeichert gehabt. Weil das wird sich ja dann das wird ja überhaupt nichts bringen. 20, 30, 17. Aber wie es aussieht, hat keiner die 30 übersprungen. Es könnte sein, dass es tatsächlich, ich probiere es nochmal. 20, 30, 17, ja. Naja gut. Da müssen wir mal schauen. Wenn es wirklich 30 nicht überspringt, dann wäre es wirklich verschwendet, das hier zu machen. Ganz ehrlich gesagt. Na gut, dann lasst uns mal nach Kauf gehen und uns jetzt einen Zauber holen. Dann schauen wir es ein anderes Mal noch an, wie das hier weitergeht. Ob das wirklich nur bis 30 geht oder ob das weitergeht. Weil da hätten wir mit Dexterity wirklich schon das Maximallevel erreicht bei Iolo und könnten dann tatsächlich lieber auf was anderes steigern. Wenn es so wäre. Aber ich denke, das kriegen wir raus. Sobald wir einen anderen nochmal steigern, ob das da dann über 30 geht. So, aber erstmal holen wir uns den Zauber hier. So, ist derjenige da? Ne, das ist eine normale Bürgerin. Ja, hier ist er. Dann lasst uns mal schauen, ob es auch wirklich so ist, wie ich es gelesen habe. Dass der diesen Zauber verkauft. So. Was haben wir da? Great Foot brauchen wir nicht. Dispelfeld brauchen wir nicht. Sion's Hammer. Unlock Magic. Pickpocket, genau dieses ist es. Das ist genau der Zauber, den wir brauchen. Und da wir ja relativ... Ui, 100 Stück. Ich glaube, das hole ich mir sogar. Dann haben wir auf jeden Fall mit Asche genug Zeug.
1400, ja, das passt ja eigentlich. Dann haben wir immer noch genug Geld für die Rüstung. Und wir haben. Oh, wo ist das jetzt hin? Okay, das hier ist ein bisschen. Da ist das. So. Ja, jetzt können wir genug Licht machen. Jetzt ist es gar kein Problem mehr. Das ist gut. Und Dings müsste auf 5 sein. Taschendiebstahl. Perfekt. Genau das, was wir brauchen. So, dann nochmal kurz speichern. Dann lasst uns mal ganz kurz nach Schuh gehen. Wenn ich es finde, da ist es. Dann hoffen wir mal, dass Otomo noch da ist. Dann können wir nämlich diese Nachricht gleich ausrichten. So, dann lasst uns mal schauen. Zeittechnisch müsste es eigentlich noch hinhauen. Sehr gut. Und theoretisch können wir jetzt wieder in den Dungeon runtergehen. Und, ja, wisst schon. Zu dieser Phönix gehen als nächstes wieder. Und das war's dann eigentlich. Und danach geht's wieder nach Bacchanias Den. Diesmal allerdings mit Schiff, weil ich ganz gerne noch bei New Magenzica vorbei würde. Gerne gehen würde, ja, genau. So, da haben wir ihn. Dann lasst uns mal ausrichten, diese Nachricht ausrichten. Badabadabab. Lieber mal vorher noch speichern, das ist nie verkehrt. Nachricht von Jona. Okay, sehr schön. Das war dieser Auftrag, den wir jetzt erfolgreich erfüllt haben. Sehr schön. Wieder ein neuer Auftrag hier weg. Das ist gut. Okay, dann lass uns mal kurz noch schauen. Der Avatar könnte ein Level hochkommen. Das sehen wir ja dann, wenn wir bei Yellem sind, wird es ja auch wieder um 3 hochgesetzt. Dann sehen wir, ob wir über 30 sind. Was ist mit dir? Du könntest direkt auf 30 gehen und dann, ja, genau. Bei dir sehen wir auch, ob 30 also drüber gesteigert wird oder nicht. Dextre, das war klar. Sie kann auf jeden Fall Intelligenz machen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist gut. Sie kriegt auch Stärke und sie würde auch Stärke kriegen. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, gehen wir nach Yellam zum Schrein, beziehungsweise zum Schrein der Tapferkeit. Dann machen wir nämlich das alles hier noch. Das passt ja wunderbar. Bevor wir dann in den Dungeons irgendwann mal reingehen müssen. Ein paar müssen wir ja schon reingehen, haben wir ja mittlerweile erfahren. Bevor wir dann da irgendwann mal reingehen, um die Quests abzuschließen. Was? Warum sind hier auf einmal Gargoyles? Naja, gut. Was soll's? So. Speichern, dann schauen wir mal. Also du warst auf 27, richtig? Genau. Das heißt, du bist auf einem neuen Level. Und du bist auf 30 jetzt hoch. Und Level 6, das ist gut. Dann schauen wir es mal bei Dupree an. Dupree. Beziehungsweise, ob der über die 30 rüber geht. Wenn nicht, müssen wir das bei ihm anders machen. Okay, schauen wir einfach mal. So. Wie viel hast du jetzt? Immer noch 30. Das heißt, 30 ist tatsächlich das Maximallevel. Also Stärke halt. Über 30 geht es anscheinend nicht, wie es aussieht.
Das heißt, es lohnt sich bei ihm gar nicht, darüber zu gehen. Okay, das heißt, wie sieht sie aus? 29, das sollten wir eigentlich eher. Aber wir haben keine Runen mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das was bringt dann. Dann müsste ich vielleicht nochmal nachlesen. Dann würde ich nämlich, da wir ja auch zaubern können, versuchen, Stärke einen Punkt zu geben und Intelligenz einen Punkt. Falls. Und wenn nicht, müssen wir die Rune nochmal holen. Und falls es überhaupt geht mit Stärke und Intelligenz. Er ist fertig. Er kriegt dann wahrscheinlich Dexterity. Naja, das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil das macht nämlich auch nicht nur die Ranged Weapon hoch, sondern auch Rüstung. Das ist gut. Er wird dann Stärke bekommen. Ja, wenn wir schon da sind, dann bekommt er gleich die Stärke. So, sehr schön. Sie bekommt auf jeden Fall Intelligenz, das geht hier noch nicht. Sie bekommt aber auch die Stärke. Und du, glaube ich, auch die Stärke. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Das Einzige, was jetzt noch ist. Okay, sie ist noch Level 5. Ja, da können wir noch mal die Dings machen. Das machen wir gleich noch. Und da muss ich mal schauen, wie wir es machen. Hoppala. Das heißt, wir können noch mal zum Mitgefühl gehen. Für Dupree. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es so ist. Dann weiß ich nämlich, wie ich jetzt leveln muss. Die letzten Dinger. Oh. Habe ich jetzt einen Mist gebaut? Moment. Nee, das geht noch. Das hatten wir noch. Ihn sollte man noch. Ihn hat man. Ja, okay. Ich habe keinen Mist gebaut. So, Moment, da will ich auch gleich schauen. Da hat er 35. Erhöht sich da gleich was? Nee, hat sich irgendwie nichts erhöht. Naja, aber egal. So, auf jeden Fall das hier. Und dann müssen wir nochmal noch kurz nach Munkelau. Also, nee, nicht Munkelau. Zum Schrein der Ehrlichkeit. Dann können wir nämlich Jana auch noch ein bisschen Intelligenz hochsteigern. Dann würde wirklich nur noch der Avatar fehlen und da muss ich wirklich mal schauen, wie das genau gewesen ist, wo wir da am besten dann hingehen. So, und sie bekommt dann, Moment, sie hatte 22, das müsste ja passen, oder? 25. Perfekt. Dann fehlt noch unser Avatar. Gut, hier würde ich auch Schluss machen. Dann schaue ich nochmal, wo wir am besten unseren Avatar steigern. Dann steigern wir den noch beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass das auch klappt. Und dann geht's zurück in die Kanalisation. Da werden wir durchrushen, denke ich mal. Ja, und dann Phönix diesen Gürtel klauen. Und dann können wir mit der Hauptquest ein wenig weitermachen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.